Darf man im Auto beten? Man darf nur im Sitzen beten in einer absoluten Notlage. Das bedeutet, es gibt keine andere Möglichkeit. Wie wenn jetzt zum Beispiel, du gehst zum Flughafen, musst sofort rein und gehst sofort ins Flugzeug rein und du hast keine andere Möglichkeit zu beten, dann hier ist das was anderes. Aber derjenige, der im Sitzen betet und er könnte im Stehen beten, so ist sein Gebet ungültig. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung ist bei Imam Muslim von Imran ibn Hussein radiallahu an, er sagte zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er Bawasir hatte. Bawasir sind Hämorrhoiden. Ja, das heißt, das sind schon Schmerzen. Er sagte zu ihm, salli qa'iman, fa'in lam tastati' fa'qa'idan, fa'in lam tastati' fa'ala al-jamb. Bete im Stehen. Wenn du nicht kannst, schaut mal, wie das runtergeht, nicht auf einmal. Wenn du nicht stehen kannst, dann bete unter der Erde, nicht so. Sondern wenn du nicht stehen kannst, dann erstmal im Sitzen. Wenn du auch im Sitzen nicht beten kannst, dann liegend. Naam. Und so ist die Regel. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.